Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Und ich glaube, ich hätte das letzte Spiel anders angehen müssen. Ich hätte das letzte Spiel eher als Herausforderung sehen müssen und als Spiel, in dem ich viel lernen kann gegen so einen guten Gegner. Und ich habe es einfach zu persönlich genommen. Das war mein Fehler. Und ja, jetzt spielen wir der Brasilianer und jetzt das erste Mal mit Raphael im Team und was ganz Neues. Und zwar werde ich. Ach, ich weiß auch nicht, ob ich Firmino weiter mit Hunter spielen will. Ich brauche eigentlich nicht so viel Pace und ich glaube halt echt, dass Hawk besser passt. Hawk macht noch ein bisschen Physis. Hawk gibt plus 10 auf Distanzschuss. Ah, das ist noch ein bisschen beobachten. Ja, ich werde was ganz Verrücktes machen. Und zwar gebe ich jetzt wirklich Neymar Catalyst, was zumindest beim Tempo eigentlich totale Verschwendung ist. Aber es ist einfach der beste Champions-League-Style für den Pass. Und ein bisschen Tempo will ich halt noch haben. Und aber bei Engine habe ich das Problem, dass Engine die Passwerte nicht so krass boostet wie Catalyst. Deswegen, ich mach's jetzt wirklich, ich gebe ihm Catalyst, was eigentlich ein bisschen Verschwendung ist. Und ist ein bisschen schade, weil seine Distanzschusswerte nicht geboostet werden und er dann dadurch nur 80 auf Distanzschuss hat. Aber wie oft komme ich halt schon mal mit einem LM oder RM zum Distanzschuss? Deswegen habe ich mich halt dazu entschlossen und gebe ihm jetzt den Catalyst und ich bin echt gespannt, aber ich glaube, das sollte besser funktionieren als. Ah ja, der nächste hat sich verletzt. Gnabry, schon wieder Fuß, schon wieder zwei Spiele. Also, es verletzen sich alle nur noch für zwei Spiele. Das nervt echt. Egal, also wenn ich wieder so einen guten Gegner bekomme, dann hoffe ich mal, dass ich nicht direkt innerhalb der ersten 3 Sekunden ein Gegentor fresse und dann sehe ich das einfach als Herausforderung an. Und nicht als persönliches. Ja, persönlichen Angriff auf meine Person. So, konzentrieren wir uns. Und ich versuche jetzt einfach über meine Stärke. Also, ich will es nicht beschreien, aber ich glaube, das spielt schlecht. Standardformation mit 4-4-2. Sehr schlechtes Team. Schauen wir mal. Sehr schlechtes Team in Anführungsstrichen natürlich immer, aber ihr wisst, was ich meine. Und ja, ich muss mir einfach meine Stärken wiederkommen, nicht die Dinger erzwingen, einfach die Passstaffetten, die Passmöglichkeiten nutzen. Wahrscheinlich geht er aufs 4-1-2-1-2, dann ist es jetzt doch nicht mehr gesagt, dass er so schlecht spielt. Das hätte ich nur gesagt, wenn er im 4-4-2 gespielt hätte. Und er spielt es im 4-2-2-2, okay. Eine Formation, die man selten sieht, aber ich kenne einen sehr guten Spieler, der halt auch sagt, dass ihm die eigentlich ganz gut gefällt, die Formation. Deswegen, damit kann man spielen. So, und jetzt halt einfach die Passmöglichkeiten suchen, über die Pässe kommen, nicht erzwingen, nicht jetzt groß hier immer nur übers Dribbling gehen, nur weil es Brasilianer sind oder irgendwelchen anderen verrückten Scheiß probieren, den ich gar nicht kann. Krass gemacht von Raphael. Das habe ich gemeint mit Firmino. Seine Schüsse fühlen sich einfach so krass geil an. Und jetzt auch wieder. Er hat hier erstmal körperlich sich gut durchgesetzt. Und er schießt dann einfach so komisch mit seinem linken Fuß. Und das Ding ist halt perfekt. Da ist der Gegner dran gescheitert. Und das, obwohl er keinen Stärkeboost hat mit Hawk. Hawk gibt, glaube ich, nochmal plus 5 an Stärke. Oh, ich spiele echt mit den Gedanken. Aber ich sehe jetzt gerade hier auch noch nicht. Ich habe jetzt gerade noch nicht so Negatives gesehen bisher an dem Champions League Style. Oh, getunnelt. Sehr geil. Das klappt irgendwie verdächtig oft in dieser Brasilianer Mannschaft, dass man einfach so einen mega krassen Laufpass spielt. Ich verstehe nicht wieso, aber auf dem Stürmer meistens, also auf Firmino. Ich weiß nicht, was mit Hunter zu tun hat. Aber das klappt irgendwie echt oft. Ja, wollen die mit Sicherheit nicht schießen. Casemiro und Gustavo sind echt so Zweikampfbiester. Es gibt halt aber auch trotzdem noch so viele andere interessante Sechser in der Brasilianer Mannschaft, im Brasilianer Länder-Dingens da. Aber ich wollte erstmal zwei ganz klassische Sechser probieren. Zumal Casemiro halt eigentlich auch. Sie haben ja eigentlich mittlerweile auch beide richtig gute Werte nach vorn. Schade. Was die Pässe angeht und so, aber es gibt halt noch deutlich bessere mitspielendere Sechser, die dann aber vielleicht nach hinten nicht so gut sind.
Jetzt konzentrieren wir uns mal wieder ein bisschen mehr. Telles, muss ich sagen, gefällt mir echt als Außenverteidiger eigentlich auch besser als Alves. Aber Alves, wenn ich dann noch eine andere Option hätte, hat einfach nicht so die klassischen Außenverteidiger-Werte, die ich gerne hätte. Also, ich mag es dann eigentlich schon gern Zweikampfstreik. Ist er jetzt zwar auch mit Shadow, aber ihr wisst, was ich meine. Grundwerte sind eigentlich immer wichtiger. Ich weiß nicht, warum Raphael den durch und damit durch die Mitte schickt und nicht außenrum. Krasse Pace, hat es auch direkt mal auf den Torhüter gewechselt. Ich habe plötzlich einen Torhüter gesteuert, ich weiß nicht wieso. Glücklicherweise sind wir noch rangekommen. Ich bin nicht so richtig zufrieden mit meiner Spielweise. Ich weiß auch nicht, ich bin irgendwie nicht so richtig auf Zack, habe ich das Gefühl. Das habe ich oft Freitag. Ich glaube, ich muss echt anfangen. Aber da habe ich keine Zeit und keinen Bock für. Ich müsste wahrscheinlich anfangen, mich echt so einspielen. Also so. Entweder donnerstags halt schon wirklich einige Spiele machen. Oder halt freitags, weiß ich nicht, so. Drei Spiele erstmal Liga spielen, um reinzukommen. Aber wie gesagt, da habe ich einfach keinen Bock drauf. Und auch nicht die Zeit will ich mir dafür nehmen. So ein bisschen gerade auf den Sack geht, der hat echt Glück mit den zweiten Bällen, gerade im Spiel nach vorne. Das regt mich ein bisschen auf. Boah, Glück gehabt. Also wir dürften uns ehrlich gesagt nicht beschweren, wenn es 1-1 steht, bin ich ganz ehrlich. Aber es ist einfach super viel Glück beim Gegner gerade, wie der immer wieder an die Bälle und so rankommt. Schön gesehen. Scheiße! Da haben sich aber auch meine Spieler richtig scheiße hingestellt. Schon wieder, habt ihr es gesehen? Er ist schon wieder mit an den zweiten Ball angekommen. Dann haben wir aber trotzdem Glück gehabt, dass Miranda da irgendwie rankommt. Also bei Miranda steht es seine Ausdauer, echt schlechte Ausdauer. Zum Glück ist es bei Innenverteidigern nicht ganz so wichtig. Scheiße. Kein Glück mit dem zweiten Ball, das ist ja mal schön. Es war so klar, dass er es probiert. Spielt jetzt auch nicht so gut, da geht. Weiß ich nicht, warum man den nicht anspielen will, meinen Spieler. Die ist auch nicht so gut, der Gegner, finde ich. Das hat er gut gemacht. Aber wir noch besser. Das hat er scheiße gemacht. Und wir noch scheißiger. Ne, Quatsch. Schön gesehen. Raphael ist überhaupt nicht schnell, was ist denn los? Mal kurz von hinten geschubst und schon hat Raphael die Ballkontrolle verloren oder was? Von dem kam eigentlich die Vorlage zum 1-0, habe ich mir gar nicht gemerkt. Scheiße. Der war dumm, der Pass. Der war zu risikohaft. Hätte ich nicht spielen müssen. Hat nicht wirklich Ideen, wie er nach vorne spielen soll. Ich weiß nicht, was da jetzt los war. Ich habe gar nichts mehr gesteuert davon. Sehr ärgerlich. Oh nein! Nicht der Ernst, oder? Krasses Tor. Verstehe ich nicht, wie immer den nicht haben, den Ball. Ach, den haben wir doch letztes Jahr auch gehabt, den Keen. Aber halt irgendeine Info davon. Oh, fuck.
Tja, sein Glück scheint weiterzugehen. Jetzt halt mit einem Lucky Tor. Ich glaube, Second Inform oder so hatten wir von Michael Keane. Was, wir haben nur einmal geschossen? Okay, ich wechsle mal auf 4-1-2-1. So, das kam mir jetzt aber nicht so schlecht vor, als ich gespielt habe. Können wir wenigstens Neymar in den Sturm stellen. Das gefällt mir sowieso am besten. Oh Mann, was machen denn meine Spieler immer? Da ist der Ball schon weg. Da gibt es da irgendwelche scheiß Fouls. Interessant gespielt, aber hat mich auch überrascht, aber hat es nicht funktioniert. Ich hätte sogar noch einen Tick straffer aufziehen können. Schön gemacht mit Alves. Auch mal durchrennen können. Fuck, man. Hey, mich mal interessiert, ob der reingegangen wäre. Das war eigentlich ein geiler Schuss. Scheint gerne mal zu grätschen. Robert Firmino hat einen ganz guten Kopfball gemacht. Vielleicht hat er Bock, hier ein Tor zu machen. Oh Gott. Der Ball den hinten und dann ist er fast noch drin. Oh mein Gott. Kann das mal aufhören, dass er jedes Mal ein 2 gegen 2 ist, weil er einen scheiß weiten Abwurf macht? Ich glaube, ich gehe jetzt auf defensiv. Wenn wir da mehr stehen. Ich hoffe mal, da steht dann ein Dritter noch wenigstens. Oh fuck, wenn Casemiro ein Tick schneller wäre. Weiß nicht, warum er da grätscht. Nicht schon wieder genau das gleiche. Er berührt mich minimal von hinten, dadurch verlieren die komplett die Kontrolle und spielen den Ball ins Aus. Also dribbeln ihn quasi ins Aus, total bescheuert. Verstehe ich nicht. Also ergibt für mich keinen Sinn, wie das passieren kann. Schöner Kopfball.
Aber meiner Meinung nach ein Rückpass. Das soll der Ball nicht hin. Okay, das war grob. Hoffen wir mal, es gibt nur Gelb. Das kann man wenigstens wechseln. Neymar hat auch gar nichts gezeigt, muss ich zugeben. Hat auch nicht mal so viele Power. Ich werde ihn auch einfach auswechseln. Oder, lass mich mal kurz überlegen. Also, Andersen auf jeden Fall raus. Andersen gegen. So, Raphael hat am wenigsten Ausdauer. Also nehmen wir den raus, setzen Alessandrini vor und nehmen Neymar als ZM. Referee has indicated there will be a minimum of 2 minutes of added time. Nice Luck, wollte ich sagen, aber er verkackt komplett. Das hätte eigentlich ein Tor sein müssen. Ich glaube, ich wechsle jetzt auch wieder aufs 4-2-3-1. Das funktioniert einfach gar nicht. Das ist 4-1-2-1-2. Komm einfach nicht durch. Jetzt überrasche ich ihn vielleicht nochmal damit. Mal schauen. Direkt ziemlich aggressiv, ziemlich am Pressen. Ich dribbel wieder beschissen. Na also, ich wollte schon sagen, eigentlich muss er den ersten Schuss schon machen. Schade, weil ich glaube, jetzt gibt es keine Vorlage für Alessandrini. Aber den ersten Schuss muss er halt schon machen. Und Neymar, schöner Pass vorher. Ich sag ja, er macht eigentlich schon geiles Zeug, aber irgendwie halt nie das, was gezählt wird. Mal gucken, wie seine Bewertung ist. Nach dem Spiel. So, jetzt einfach die zwei Halbzeiten hier durchhalten. Hat auch immer nur solche Halbchancen und die, also halt natürlich die letzte jetzt, unter 90. dann, die Riesenchance, die er verkackt hat. Aber die Halbchancen, die sind immer sehr schlecht von ihm verarbeitet bis jetzt.
komplett schlecht, zu sehr abgezogen. Den kann er halt auch mal machen, also wie gesagt, da nutzt seine Chancen einfach nicht gut. Vielleicht hat er auch einfach ein bisschen Pech da. Aber da am Anfang so viel Glück hatte mit den zweiten Bällen. Wie will ich denn jetzt hin? Ist eigentlich alles ziemlich dicht. Dieses oh, hey, habe ich noch nie gehört nach einem Abstoß. Dadurch sein, dass es so ein Ding ist von dem Stadion. Fourth official has indicated there will be a minimum of 2 minutes of added time. Krass. Und es war gerade schon wieder Neymar, ne? Also das war schon wieder, ich glaube, das war jetzt auch eine Vorlage für Neymar. Es war ein geiler Pass, hat echt geile Pässe aus Neymar, muss man sagen. Hier, das war ein geiler Pass, auch schöne Ball angenommen und dann halt wieder so ein schwieriger Abschluss. Von Roberto Firmino, richtig geil, das war der Deckel und ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, das Tor ist beides. Abschluss, super krasser Abschluss von Firmino und aber halt auch dieser geile Pass von Neymar, also ist beides wichtig gewesen. Ich glaube, wir werden nicht viele Stürmer so verwandeln und es werden auch nicht viele Spieler so einen krassen Pass spielen. Von daher, sehr geil. Schade. Oh. Ja, also. Es wäre auf jeden Fall verdient jetzt für Gegner hier in 3-2. Dann wäre es wirklich nochmal spannend geworden, die letzte Zeit. Aber ich denke, so wird es dann halt eher nicht so spannend. Yay! Neymar! Er macht seinen Scorer-Doppelpack zumindest. Tor und Vorlage. Aber das war jetzt auch ein bisschen pissig verteidigt vom Gegner. Aber wie ich sage, er hat dann wahrscheinlich ein bisschen keinen Bock mehr gehabt. Und dann kann ich das nachvollziehen. Es war jetzt schlecht verteidigt, aber... Okay. Sehr schön, 2 Scorerpunkte in einem Spiel von Neymar. Aber er spielt jetzt halt auch gerade als ZOM, ne? So, dass er halt nochmal eine ganz andere Position. Ich sage ja, ich habe das Gefühl, seine... Das ist eigentlich rot, aber egal. Ich denke, es ist ein bisschen verschwendet, sein Potenzial auch... Auf der LM-Position, das ist auch rot. Oder zumindest gelb. Aber das erste war auf jeden Fall rot. Oh, es gibt natürlich wieder mal kein Rot, was sonst. Ist sogar noch eine Ecke? Krass. Ich habe jetzt mit Absicht quasi nichts mehr weiter gemacht. Weil vielleicht ein bisschen blöd, dass es mein Innenverteidiger war. Jetzt hat er Bock zu grätschen oder was? Scheiße. Das war dumm von mir ausgespielt. Ich weiß auch nicht, was ich da manchmal mache. Aber wie gesagt, ich sage ja, ich fühle mich auch nicht so... Super fit. Lass mal die Zeit halt runterlaufen. Mir steht 4-1, ist mir ziemlich egal. Na, ich denke, dass er jetzt nochmal ein Tor schießen kann. Das kann er natürlich vergessen. Sag ich doch. Oh, natürlich sollte der Laufpass direkt auf Neymar gehen. Wieder komplett auf dem Falschen und Eigentor. Nein, nochmal Latte.
Firmino, Dreierpack, nimmt sich natürlich den Ball mit nach Hause. Hat er sich verdient. 10er Bewertung. Neymar 8, 9 Tore. Einmal Neymar, dreimal Firmino. Vorlagen, einmal Neymar. Und natürlich die beiden Wechselspieler wieder. Und einmal Raphael in seinem ersten Spiel bei den Brasilianern. Direkt eine Vorlage. Sehr schön. Und ich glaube, durch diese zwei Scorerpunkte sieht jetzt auch Neymars Portfolio einen ganz kleinen Tick besser aus. Ja, 4 und 12 ist schon wieder okay für LM, aber wenn wir davon ausgehen, dass wir einen Scorerpunkt wegrechnen müssen, aber dann auch, ich glaube, vier Spiele oder so, oder sogar noch mehr, ist es sogar noch besser. Ja, wenn das so sich so hält, dann gerne. Wehe, Casemiro ist jetzt wieder zwei Spiele verletzt. Unglaublich, ich krieg nur noch Verletzungen über zwei Spiele. Irgendwann kann ich es mir nicht mehr leisten, die zu heilen. Fuck, dann muss ich mir Heilungskarten kaufen. Ist doch zum Kotzen. Jetzt Gnabry zum Beispiel schon. Haben wir noch mal Fuß? Nee, jetzt muss ich nämlich schon alle Verletzungen einsetzen und hab dann keine mehr für Casemiro. Toll. Vielleicht hätte ich mir Werner einfach kaufen sollen. Ich meine, da ist es nicht wirklich viel schlechter als Gnabry. Und ich wollte Werner eh noch mal testen. Wenn ich ganz ehrlich bin. Ich spiele gerade bei dem Gedanken, Werner nochmal zu testen, weil Gnabry ein bisschen abgebaut hat und Gnabry habe ich einfach das Problem, hat nur vier Stande auf den schwachen Fuß, aber hat halt insgesamt eigentlich die viel besseren Werte. Oh, es ist schwierig. Kann mir nicht entscheiden, ob ich Werner oder Inform Gnabry nehmen soll. Ich guck mir Werner nochmal an und oh, wir haben eine Million Aufgaben fertig, okay. Calciatore-Schütze, 200 und noch irgendein Pack. Ah, wenigstens verkaufbarer. Auch wenn es nur kleine sind. 950, 950. Oh, da ist was wert. Nice. Stellen wir den für 850 rein. Heilung! Fuß! Oh, geil! Perfekt, genau das habe ich gebraucht. Sehr, sehr geil. Doppelschnitt, 800 Münzen. Erziele heute zwei Tore per angeschnittenen Schuss. Ich habe nicht ein einziges Mal angeschnitten. Das waren immer meine Spieler selber und es hat trotzdem als angeschnittener Schuss gezählt. Sehr geil. Boah, ich glaube, die Folge ist schon so lang, wenn ich jetzt noch die ganzen Packs aufmache, werde ich hier ernsthaft keine weitere Spiele aufnehmen, sondern ich habe auch Hunger. Ich glaube, ich muss was essen. Dann spiele ich schlechter. Von daher, ich werde mir jetzt noch die restlichen Packs angucken und so. Werde dann nochmal bei Werner reinschauen, aber wir machen jetzt kein Spiel mehr. Ich habe auch mega Hunger und dann spiele ich einfach schlechter, wenn ich Hunger habe. Tausend. Tausend? Okay, stellen wir mal für 900 rein. Bälle habe ich natürlich alle schon doppelt und ich will auch keiner kaufen, deswegen können wir die einfach verkaufen. Vielleicht ziehen wir ja Werner in irgendeinem Pack, falls wir jetzt hier ein geiles Pack bekommen. Ach nee, das ist nur dieses blöde Leihspielerset. Untauschbar. Ein Leihspielerset untauschbar. Ich kann doch die Leihspieler eh nicht verkaufen. Wann kann man den Leihspieler verkaufen? Noch nie gehört. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Come on, mit Walkout. Come on, jetzt wird's geil. Eieiei, es ist ein Leihmannspieler. Wer hätte das gedacht? Ach, es ist ein Rotzspieler. Handanovic, toll, den hätte ich gebraucht, als ich noch Calcio A gespielt habe. Jetzt bringt er mir nichts mehr. Hauptsache, die Leihspieler stopfen weiterhin die eigene Dinge ins Voll. Ach, und zwei Bälle drinne. Ach nee, oder? Fuck! Aber der sieht ganz cool aus. Ich werde ihn trotzdem nicht nehmen. Aber dann wäre ich diesen Ball. Hä? Kann ich den nicht in den Verein tauschen? Was ist denn das? Ich glaube, es liegt daran, weil wir mit dem Ball gerade spielen, oder? Ach, ist auch egal. Ich stoße ihn einfach ab, auch wenn es kein Geld gibt. So, jetzt lasst mich kurz überlegen.
Wir wollen nochmal nach Werner schauen. Was von Chemis, wie ich da habe ich ein Ding gespielt? Ich glaube mit Maestro, ne? Ich glaube mit Maestro. Guck mal, was er jetzt kostet. Der müsste jetzt eigentlich super billig sein. Gerade mit da Info im Knabri ja draußen ist. 2,5, sage ich doch. Gucken wir mal nach, was der billigste ist. Und dann gucke ich. Ich glaube, ich habe mit Maestro gespielt. Das macht am meisten Sinn. 2,3 habe ich da gesehen. 2,1. 2,000. Okay, das billigste ist 2,000. Sogar mit einem Chemistry-Style Deadeye. Passt ein Schuss, aber eigentlich muss sein Tripling damit geboostet werden. Man braucht eigentlich schon Maestro, finde ich. Pass ist jetzt nicht ganz so wichtig. Und bei Maestro wird er auch Pass geboostet. Das ist einfach nur Basic. Das ist Deadeye mit 12 Verträgen. Oh, hier hat einer 30 Verträge. Sniper. Das macht, glaube ich, nur Schuss und Dribbling. Hatte ich ihn mit Sniper gespielt? Es könnte auch sein, dass ich ihn mit Sniper gespielt habe, weil ich einfach sein Dribbling massiv boosten wollte. Das kann auch sein. Und er hat 30 Verträge, das ist halt echt geil. Ach, es ist aber ein Mittelstürmer. Nee, dann auf keinen Fall, da muss ich ihn erst noch zum Stürmer machen. Hier gibt es ihn nochmal mit 2-2, auch als Sniper, mit 2 Verträgen. Ich guck mal kurz, was seine Attribute sind. Er hat einen Dribbling von 81. Wenn ich ihm Maestro gebe, wird Dribbling um 10 geboostet. Beweglichkeit und sowas wird halt nicht so geboostet. Ich meine, ich will ja auch noch testen. Wir haben ja noch Gnabry. Ich brauche auf jeden Fall plus 10 bei Fernschüsse. Oh, die sind nur bei 67. Ach du Scheiße. Aber ich habe mit Werner trotzdem auch geile Fernschüsse reingehauen. Das weiß ich noch. Maestro boostet Fernschüsse um 10. Hat er dann immerhin 77. Ich werde mal gucken, was er mit Maestro kostet. Maestro ist aber auch super billig. Deswegen will ich eigentlich gar nicht so viel mehr ausgeben. Sonst gebe ich ihn einfach so. Ja, genau, 4-2. Na genau. 4-2, herzlichen Glückwunsch. Nee, danke. Da kaufe ich mir jetzt einfach einen Preiswerten mit vielen Verträgen, wenn es geht. Und so, wir haben hier einmal 2-1 mit 28 Verträgen. 2-2, aber das Mittelstürmer, das bringt nichts. 87 für 2-2, was hat denn der? Basic. Aber ich glaube, 87 mit 2-2 ist dann echt am preiswertesten für mich. Falls wir ihn dann doch weiterspielen sollten, haben wir halt erstmal ausgedrückt und brauchen ihm keine Verträge geben. Toll, da hätte ich Gnabry auch überhaupt gar keine Heilungskarte geben müssen, weil dann hätte ich ihn auch einfach auf der Bank lassen können und heilen lassen. Na toll. Egal. Das heißt, beim nächsten Mal spielen wir dann doch wieder mit Werner. Weil ich einfach den linken Fuß von ihm nochmal testen will. Und momentan hat auch Gnabry einfach auch nicht so viele Scorerpunkte, dass ich sage, der ist auf jeden Fall besser als Werner. Und Gnabry wird ja auch noch ein bisschen was wert sein, oder? Ich weiß, wir haben ihn bestimmt wieder viel zu teuer gekauft. Gekauft für 91.000, der ist keine 91.000 wert. Oh, ey, das ist so bitter. Das war in dieser einen Woche, wo ich auch Command, glaube ich, gekauft habe. Und noch irgendjemanden, ich glaube Perisic, genau. Und die drei Spieler, die waren halt... Die sind so krass noch gesunken die ganze Woche über, das ist sonst nie passiert und deswegen habe ich so viel Geld ausgegeben, also viel zu viel. Scheiße, ey, das kotzt du jetzt noch an. Aber egal, es ist halt so. Aber er ist immer noch mehr wert als Werner logischerweise und jetzt packen wir mal Werner rein. Eigentlich ist Gnabry überall besser, aber er hat halt einfach nicht wirklich mehr Scorerpunkte gemacht und ich glaube, es macht echt was aus mit diesem schwachen Fuß. Hoch-Mittel-Arbeitsraten, was hatten da Gnabry für Arbeitsraten? Vielleicht hängt es auch damit ein bisschen zusammen. Nee, auch Hochmittel, okay. Keine Ahnung. Aber wir testen auf jeden Fall Werner nochmal. Ich mag beide Spieler jetzt, aber ich glaube halt echt, Werner hat bei mir einen Tick besser funktioniert durch seinen schwachen Fuß, obwohl er halt eigentlich keinen guten Distanzschuss hat. So, dann packen wir auch hier Werner auf die Bank, bevor ich es vergesse. Jetzt sieht natürlich das Bundesliga-Team nicht mehr so böse aus, weil wir einfach keinen Info im Stürmer mehr haben. Aber ich glaube, vor Werner hat echt jeder Respekt, von daher. Oh, ich habe so einen Hunger. Okay. Wie viel Kohle haben wir eigentlich? 106.000. Ich will nochmal gucken, was Vidal kostet. Der war aber letztes Mal bei 180.000, aber ich glaube, die Preise sind alle gerade ein bisschen gefallen.
180, also ist nicht wirklich gefallen. 178, 76. Ich hätte halt gerne mal einen Vidal, aber ich muss ehrlich zugeben, ich hätte auch gerne einen Inform Goretzka. Und ich glaube, da kann man dann sogar Inform Goretzka und Vidal spielen. Ich glaube, Inform Tolisso ist dann schlechter. Ich bin mir nicht ganz sicher. Müsste ich halt erstmal testen. Na, ich müsste erstmal Vidal testen und dann würde ich wahrscheinlich. Ja, er ist halt so scheiße teuer. Er bräuchte halt noch eine Inform, damit dann die nächste Inform so ein bisschen den Preis drückt, aber egal. Wir machen jetzt hier erstmal einen Cut. Wie gesagt, ich muss was essen. Ich habe mega Hunger. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Paxis.